medienrot.de. Sprecherperlen 2014. Powered by Landau Media. Mein Name ist Raoul Krauthausen, ich komme aus Berlin und Gründer der Sozialhelden. Eines unserer Projekte nennt sich leitmedien.de, eine Online-Plattform für Journalisten, auf der sie sich informieren können, wie sie vorurteilsfrei über Menschen mit Behinderung berichten können. Weil wir beobachtet haben, dass wenn das Thema Behinderung im medialen Kontext auftaucht, es entweder mit Helden in Assoziation gebracht wird, also dass jemand tapfer ist und sein Schicksal meistert oder so, oder aber mit einer Opferassoziation in Verbindung gebracht wird, jemand, der leidet, an den Rollstuhl gefesselt ist und so weiter. Und es gibt aber gar nichts dazwischen. Es gibt nicht die Perspektive des Menschen mit Behinderung, der Hobbys hat oder Leidenschaften oder so. Und da versuchen wir ein bisschen zu sensibilisieren und die Vorurteile rund um das Thema Behinderung den Journalisten aus den Köpfen zu treiben. Wir haben dafür extra die Website leitmedien.de gestartet, auf der wir erstmal versucht haben, so einen historischen Abriss zu machen. Wie kommt es eigentlich, dass Menschen mit Behinderung in den Medien so dargestellt werden? Ein kulturhistorischer Abriss vor allem, dass letztendlich RTL2-Sendungen zum Beispiel auch nur eine Fortführung der Freakshows aus dem 18. Jahrhundert sind, die eben ins Wohnzimmer kommen jetzt. Und dass man das reflektiert, das war einmal mit leitmedien.de unser Anspruch. Und wir geben aber auch Workshops für Journalisten, um ihnen Tipps an die Hand zu geben, wie sie in ihrer klassischen Medienarbeit darauf achten können, ohne gleich Sprachpolizei zu sein. Also es geht uns nicht darum, dass wir Sprachkritik machen an einzelnen Artikeln. Wir geben auch keine Siegel für gute Texte oder so, sondern dass wir einfach nur versuchen, eine andere Perspektive auf einen Sachverhalt rund um das Thema Behinderung zu schulen. Und das wird sehr gut angenommen. Wir haben die Beobachtung gemacht, dass ungefähr 90% des Wissens, das Nichtbehinderte über Behinderung haben, aus den Medien stammen. Und die Frage, die wir uns dann eben gestellt haben, war, machen wir jetzt ein eigenes Magazin zum Thema? Reden wir als Menschen mit Behinderung mit Behinderten über Behinderung? Das skaliert nicht. Oder versuchen wir klassische Journalisten, den Zeitjournalisten, den Spiegel-Online-Journalisten, dazu zu bringen, dass er über seine Sprache reflektiert, wenn er über Behinderung spricht und so vielleicht durch die mediale Aufmerksamkeit, die er generiert und hat, versucht auch das Bild in den Köpfen von den Lesern zu verändern. Und die UN-Behindertenrechtskonvention sieht auch vor, dass Medien eine große Verantwortung haben in Bezug auf Meinungsbildung über Behinderung. Natürlich ist es so, dass wir als gemeinnütziges Projekt immer die Herausforderung der Finanzierung haben. Wir stehen aber auch vor der Herausforderung, ein Train-the-Trainers-Programm zu starten, weil wir sehr viele Anfragen bekommen und wir letztendlich jetzt dafür sorgen müssen, dass wir mehr Leute haben, die in Redaktionen gehen können, weil das wirklich nachgefragt wird, um sich ja über das Thema zu informieren. Das Interessante ist, dass Medien bzw. Medienmacher dem auch gar nicht, ablehnend gegenüberstehen, sondern dass sie wirklich danach lechzen nach dieser Information. Weil alle 2 Jahre kommt irgendein paralympisches Event. Ja, und die Fettnäpfchenzeit ist einfach extrem hoch da. Und deswegen wollen sie natürlich wissen, wie mache ich das. Die wollen auch nicht immer die gleichen Geschichten erzählen. Und da können wir Infos geben. Also ich denke, was noch wichtig ist, dass wir das Thema Sprache und Sensibilisierung für Sprache in Bezug auf Behinderung auch in Schulen bringen. Dass Schüler schon in der Schule lernen, dass jemand, der im Rollstuhl sitzt, nicht zwangsläufig an den Rollstuhl gefesselt ist, weil der Rollstuhl für Menschen, die einen brauchen, Freiheit bedeutet und nicht Fesselung. Und Menschen, die einen Rollstuhl brauchen, wären ohne Rollstuhl ja eigentlich eher gefesselt als mit. Das heißt, der Rollstuhl ist ein stärkendes Element und kein schwächendes. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen, die blind sind. Die leben nicht zwangsläufig in totaler Dunkelheit. Wenn sie noch nie zuvor Licht gesehen haben, dann wissen sie auch nicht, was Dunkelheit bedeutet. Aber es ist immer die Perspektive der vermeintlich Gesunden auf das vermeintlich Kranke. Und das wollen wir ein bisschen aufbrechen. medienrot.de Sprecherperlen 2014 Powered by Landau Media.